better be paid. Hallöchen. Oh. Toransch. Toransch, ja, hi. Du bist ja eine Erscheinung. Dankeschön. Das heißt, was glänzt da so? Also ein Piercing, ja? Ein Piercing, ja, in der Lippe ist ein Ashley Piercing. Okay, wow. Mhm. Der funkelt schön. Was machst du so? Was hast du einen Beruf? Wie bitte? Oh. Was machst du? Nein, ich studiere ab April. Mhm. Aber bis dahin tue ich halt so ein bisschen Nebenjobben und so. Was willst du denn studieren oder was wirst du studieren? Journalismus. Journalismus. Alright. Und damit tue ich ein Dings. Was machst du denn sonst so den ganzen Tag? Ich mache ziemlich viel Social Media. Mhm. Also so YouTube, Instagram. Hast du auch so deine eigenen Dinger da, ja? Ja, genau. Aber du singst du auf YouTube auch oder machst du nur? Nee, noch nicht. Habe ich mich noch nicht getraut. Also, aber hier kommst du her. Du traust dir nicht, bei dir zu Hause allein im Wohnzimmer zu singen, aber hier kommst du her. Aber YouTube, das sind so viele Leute. Also. Aber die Sendung guckt ja keiner. Okay, ja gut, hier sind auch viele Leute auf einmal. Ja gut, das ist ja keine Ausrede. Auf YouTube, wie heißt du denn? Call me Tori. Bitte? Call me Tori. Call me Tori in einem Wort? Genau. Ja. Okay, was ist das System? Oh Gott. Hey Bitches, my name is Tori. Was willst du singen? Lass sie da diese Scheiße Rihanna gucken. Rihanna Stay. Okay, ja. Schöner Titel. Ja, finde ich auch. Wünsche dir viel Glück dabei. Dankeschön. Ja. Mhm. Wir sind wieder bei dir. Alles gut. Dankeschön. All along it was a fever. Cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Unfassbar leid, weil man hier gerade ihre Unsicherheit so ansieht. Ihr ist so nervös. Not really sure how you feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life we're living. It's not just something you take. Was wichtig ist bei dir, ne? Ja, bitte. Du musst unbedingt mal zu Hause vorm Spiegel so singen. Für dich zählt natürlich deine Optik. Ja, du siehst natürlich, du siehst wirklich toll aus. Dankeschön. Aber im Singen guckst du in einer Verzweiflung und verkrampfst dich da an dem Mikrofon und singst, sei lieber Gott, lass es vorbeigehen. Weißt du, und dadurch wird man so selber so unsicher. Aber so einigermaßen singst du. Okay. Es gibt ja auch dieses Selena Gomez und wie die alle heißen. Ja. Ja, keine Riesensängerin, ja. Okay. Und es gibt so wahnsinnig schöne Nummern, die auch nicht schwierig sind. Und du willst bestimmt nicht Adele singen. Nein. Alles das spricht für dich, ja. Also okay. Deshalb ein Ja von mir. Dankeschön. Außerdem machen wir Fernsehen und kein Radio. Stimmt auch. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Pop-Business ist wie gemacht für dich. Ich würde auch mit dir gehen. Dankeschön. Also ich bin enttäuscht. Ob der enttäuschte Moose T ahnt, dass Toransch ihn als Joker gewählt hat? Du hast ja so eine einmalige Chance. Ich weiß, aber ich verspreche dir, ich mach's besser. Versprich mir gar nichts. Ja, steh da erstmal. Er ist unser Lehrer hier, weißt du? Der, nee, will ich gar nicht sagen. Aber so, ich habe Instagram, guck mal, du machst das alles, das sieht dir so professionell aus. Irgendwie, das machst du wirklich gut. Mhm. Wie du da gerade so standst und gesungen hast, das hat mit, weiß ich nicht, da war null. Es enttäuscht mich. Du musst einfach noch ein bisschen an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, an deiner Haltung, an deiner Stimme. Aber ich könnte mir vorstellen, dir eine Chance zu geben. Ach, danke schön. Also das heißt Oberlehrer, nein?
Ne? Oh, ich werde dir auf Instagram folgen. Dankeschön. Definitiv, aber ein Ja kann ich dir nicht geben. Okay, aber danke. Caro? Ja. Ella? Ja. Hör mal, geht doch. Ja, ich auch. Dreimal ja. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber... Dankeschön. Hey, ich bin so froh, dass du mir Ja gegeben hast. Ich hatte seine CD. Okay, egal. Tschüss. Ja, da hast du ja Glück gehabt. Oh mein Gott. Wer es in den Recall schafft, darf es laut herausschreien und sich kräftig beschmusen lassen. Das war krass. Ich hatte ja Moose seine CD ausgewählt. Und er hat einfach Nein gesagt und dann dachte ich schon vorbei. Aber ja, gut, dass Dieter es wenigstens überzeugt hat. Mit dem gelben Zettel in der Hand auf dem Weg zum Superstar. Das sollte sofort gepostet werden. So viel Influence hat DSDS im guten alten Frankfurt selten erlebt. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.